Und wir fangen an mit Julian Bam. Pool steigt im Wert, weil Granit teuer ist. Ah ja, der Trennjäger. Ich bin absolut nicht gespannt. Let's go, der Hase. Bester Poolstaff ins Fleisch. Bro, dann vierte verfickte Staffel. Das Ding ist immer noch nicht fertig, Alter. Ich schmör's euch, es gibt Firmen, die bauen das in einer Woche. Oh, ein neuer Tag, Leute. Wetter ist komplett beschissen. Einfach Vögel sind heute extremst laut, weil die sich. Bro, mach dir keinen Kopf ums Wetter. Du wirst in diesem Pool dieses Jahr auch nicht schwimmen. Sie von diesem Poolwasser ernähren, glaube ich. Das mutiert deren Gene. Ist auf jeden Fall alles sehr fest. Ist ja auch Granit, ne, Freunde? Granit. Bin auf jeden Fall gespannt, wie es aussehen wird. Mit diesem Granit-Beast Burster werden wir heute auf jeden Fall einige Granitscheiben schneiden, Leute. Geht der jetzt wirklich hin und macht zu jedem einzelnen Stein, den der da setzt, eine verfickte Folge? Malaka, wenn das so ist und es immer 700.000 Views zieht, hole ich mir jetzt auch einen Pool, ganz ehrlich. Ich hoffentlich. Ihr wisst, ich habe eine Schwäche für große Maschinen. No homo. Wir kriegen auf jeden Fall noch ein Eck. Bro, kein Ding. Ich bin 1,86, eine absolute Maschine. Ich weiß, dass du mich magst. Extremst nice Poolgarten. Ey, wenn der ready ist, wir da hinten auch noch WLAN haben. Die sind da. Dann haben wir eins, was niemand hat. Und zwar eine noch heftigere Pollenallergie. Moin, moin. Meine Mutter hat mir Pickelcreme besorgt. Eine Wunddesinfektion spray gerade auch wegen der Schleimhaut. Alle anderen kann man nicht benutzen. Und danach die Zinnpaste da drauf. Perfekt. Juschmutter Faso da irgendwas im Hintergrund, wird einfach so ein Menschenhexer geliefert. Alter. Sorry, was? Ich würde gern so ein, nicht so ein Pool. Trampolin ist zu schnell fertig, bau direkt einen Wasserpark. Fick Julian Bam, Alter, ganz ehrlich. So, das ist so eine Desinfektion. Hier oder was? Ja. Drehen aus und ganz dick kannst du machen, ist, ja. Ich glaube, damit kann man alles machen. Auf deine Verantwortung. Mein Verantwortung. Wir überlegen ja gerade, die Muttern wegzuflexen, damit wir mit dem Granit hier drüber bauen können. Oder... Jupp! Perfekt. Digga, das ist alles so unsafe, oder? Also wir werden hier niemals fertig damit. Das dauert noch mindestens 3 Jahre. Die Maschine kriegt eine kleine Sanierung. Ohne. Ja, die wird gleich. Warum wird hier Wasser verlegt? Warum? Warum? Für dieses Gerät. Für den Nassschneidetisch. Ein Nassschneidetisch. Nassschneidetisch, weil, wenn man das schneidet, dann staubt's. Und das wollen die nicht. Deshalb ein Nassschneidetisch. Ist doch klar, oder? Freunde. Ein was? Damit wird gleich Granit zerberstet und wird wahrscheinlich sehr laut werden gleich und auch sehr gefährlich. Zu scharf. Das Wasser sorgt dafür, dass es gleich nicht extrem staubig wird hier. Gut. Ey, machen wir 65, 8 oder so. Damit können wir leben, Freunde. Am besten die gerade Kante, Andi. Jeder Millimeter muss stimmen. Ja, ja, ja. Muss ja auch alles Charakter haben, ne? Wenn das alles perfekt ist, dann sieht's aus wie aus. Darfst du? Boah, sowas habe ich mal beim Praktikum bei meinem Onkel gemacht, Digga. Mein Onkel ist Steinmetz, Alter. Ich habe da Praktikum gemacht und lange Rede, kurzer Sinn, mein Bruder hat letztes Jahr, glaube ich, den Gabelstapler bei dem kaputt gemacht. Knall, wenn wir das brauchen, das Stück. Wollen wir lieber auf der Seite. Muss die, genau. Ja. Ich bin ein bisschen nervös. Platt arbeiten lassen, ne? Ja, immer ganz geil. Sauber, dass geschnitten ist. Sehr schön. Perfekt. Kann man ja auch eigentlich nicht viel falsch machen bei dem Ding, ne? Wir machen jetzt auch gleich mal einen kurzen Livestream für ein Stündchen. Ein bisschen mitnehmen, mal gucken. Wetter sieht gerade noch ganz gut aus. Hm? Ja, hier, ne? Warte mal. Noch was zu dir, oder? Vieh, ne? Mhm. Leute, Leute, es gibt Probleme, oder was? Ja, das größte Problem bist du, Junge. Ich habe ja hier noch einen Skimmer und die Steine gehen ja bis hier. Wir müssen da hier noch ein Stück vom Stein rausschneiden, was halt sehr schwierig ist, ne? Also mit der großen Säge, die wir da hinten haben, geht's auf jeden Fall nicht. Ja, da kannst du ja nicht, du kannst halt so reinschneiden in den Stein, aber du kannst ja nicht so dann reinschneiden. Das heißt, es wird schwierig. Deswegen haben wir einen Trennjäger. Trennjäger und eine ruhige Hand. Perfekt, ein Trennjäger, man kennt ihn. Was ein Trennjäger ist, sehen wir gleich, weil ich habe keine Ahnung. Wir haben einen Alternativvorschlag, wir bauen bis hier. Und dann müssen wir nur so ein Stück hier abschneiden bei der nächsten Platte. Und jetzt kommt ein. Sorry. Bei der nächsten Platte dann auch. Macht Sinn. Na, auf jeden Fall teile ich. 3,5 Zentimeter. Das kommt auch nicht.
Klärungen dazu. Traust du mir den Trainierjäger zu? Wir haben nur den einen Versuch. No risk, no... Was ist ein Trennjäger, Alter? Wir gehen das theoretisch durch einmal. Ja. Ich stecke jetzt einfach mal die Linien vor. Ja. Und dann darfst du... Bro, mit dieser fetten Monsterflex, Alter. Digga, der... Diese Flex wiegt das Doppelte von Ju, Alter. Ja, durchschneiden. Weil wenn der... Es wird staubig, ne? Die Tür. So staubig? Mhm. Genau, nimm mal den Profi-Kopfhörer, den anderen. Boah, ich höre gar nichts mehr. Arschloch. Digga, das wird ja... Das wird ja nicht gut gehen. Der wird sich ja dabei verletzen, oder? Bro, ich will den Original-Sound davon hören, Alter. So eine geile Säge, Alter. Ich schwöre, ich will so eine Säge eigentlich auch haben. Würde so gerne... Ja, das... Nee, egal, ich sag's jetzt lieber nicht. Schwierig, das zu halten. Ja, ja. Extrem schwierig. Kranker Shit, ey. Was hast du da jetzt rausgesägt? Ja. Ja. Ah, geil. Ah, ist doch perfekt. Ja, ist gut, ja doch. Schneiden wir hier noch ein Stück raus gleich? Genau. Das läuft auf jeden Fall hier. Die machen riesige Fortschritte, Alter. Glaub, noch 200 Videos, dann sind wir soweit. Leben am Limit. Bro, das ist ein Mann. Guck, wie der sägt, Alter. Was für ein Mann. Der sägt einfach wie ein richtiger Mann. So, Leute, hier wird gerade auch sogar live gestreamt. Thomas, zeig mal das Rig. Das selbst zusammengestrickte Rig. Oh, damn, nice. Schmeißt jetzt mal wieder das scheiß Ding drin. Was? Ja, nix. Der Bagger oder was? Millimeter. Du Bastard, Alter. Hallo. Wieso darf der Bagger nicht drin sein? Hey, ich guck mal ganz kurz ein bisschen. Wieso darf der Bagger nicht drin sein, weil sonst alle Bagger schreiben oder was? Chats, ey, danke für eure Subs. Jetzt hast du den Bagger gefilmt, ne? Nee, minimal. Minimal. Sich dieses eine Gerät hier... kannst du mal die Kollegen hier vorstellen? Aber hier haben wir auch noch mal... Jetzt hast du den Bagger gefilmt, ne? Nee. Wir gehen zum Wasser, Tischbank. Nassschneidetisch. Ah, ja. Nassschneidetisch. Immer noch. Das Holz lebt und das Holz leidet. Das ist Harz. Geigenbogen. Immer so ein bisschen geharzt. Im Leisten sollte der euch zu sehen sein. Philipp, dankeschön, Bro. Ja, tust du so. Mit Harz tust du es einen reiben. Ah. Aber wie nice das schon aussieht, oder? Und das trocknet auch extrem schnell. Ja. Viele Bauexperten im Chat. Echt jetzt? Ja. Was machen wir falsch? Hätte man den Pulli noch ein bisschen länger eigentlich machen können, so in die Richtung hier. Eigentlich ja schon, oder? To be honest, hätte der eigentlich echt noch ein bisschen größer sein können. Schrieben hier irgendwer fast etwas an wie eine Hebamme. Die letzte Platte ist dann Papa-Platte. Halt deine Fresse. Scheiße, ich krieg gar nichts mehr. Thomas ist der Witz des Jahres, das ist absolut richtig. Hätte ich gar nicht erwartet, dass so viele Leute zuschauen, gerade beim Stream. Mega coole Sache, auf jeden Fall voll lecker, Bro. Dankeschön. Wir haben natürlich noch ein bisschen gezeigt, weil der wahre Content findet hier statt, liebe Freunde. Es regnet gleich. Okay, wir müssen uns beeilen, vor allem mit dem Silikon. Oh, die ersten Tropfen. Was kriegt man gar nicht mehr von Fingern ab, weil das Problem ist, es ist halt auch einfach mal wasserdicht, die Scheiße. Sehr sauber, ne? Muss ich ja sagen. So wird halt parallel alles fertig gemacht, gegen den Regen anzukämpfen. Ich meine, ich gelte so, dass sie jeden Schritt dokumentieren, but goddamn, Bro, wie geil wäre es einfach, wenn dieser Scheißpool endlich mal fertig würde, oder? Oh. Okay, alles regensicher machen, regensicher machen. Stress, aber der andere Stress. Stress pur, ne? Stress. Guck mal, wie geil hier. Was ist das? Einschluss im Stein. War das vorher auch schon da? Feinschluss, siehst du aber nur, wenn es nass ist. Ah. Ach, das sieht man nur, wenn es nass ist. So, Freunde, wir haben uns jetzt hier mal so ein Regenradar eingeschaltet. Und da sieht man, dass wir halt gerade mittendrin sind. Die dunkelblauen Stellen sind die, wo es gerade richtig abgeht. So, es hört einfach nicht auf zu regnen. Das heißt, wir verschieben es auf morgen und können nur hoffen, dass es morgen nicht regnet. Wir sind halt in Aachen, da regnet es halt ein bisschen öfters. Ob man mit diesem Bagger so einen Menschen... Ich könnte helfen oder ich kann filmen. Das ist eine schwierige Situation. Wir machen die letzten Platten, Silikon, richtig schnell ready. Und dann geht es zu den Treppen und dann wird's heikel. Dann wird's extrem. Alter, Junge. Es passiert irgendwie nichts. No front. Ja.
Ich finde es sau interessant zu sehen, aber ich würde mir einfach wünschen, dass dieses Much-Ding jetzt fertig ist. Ich bin aber auch einfach extrem neidisch, weil ich selber keinen Pool habe. Ich habe nicht mein Haus, Alter. Okay, ich mach die. So. Das ist immer noch gehabt. Ja, mach ich das hier alles zu? Ja, besser. Einfach. Sehr fürsorglich hier, wie du das machst. Ja, ich weiß nicht, wie ich das mache. Richtig rein. Bro, aber Drew hat schon drauf mittlerweile, ne? Ja. Ja, das Problem ist, weil es nass war, das Gaffer nicht geklebt. Das sieht man jetzt erst. Deswegen ist alles unter das Gaffer gegangen. Oh shit. Ja, ist egal. Scheiße. Guck mal, muss ein bisschen tiefer. Crazy, Alter. Also Drew ist doch gar nicht so schlecht in dem, was er da tut, glaube ich. Ne? Okay, er macht das wirklich. Die Schüssel hier wird komplett voll silikonifiziert. Ja. Bro, silikonifizier bitte dein eigenes Arschloch, Alter. Einfach rein, ne? Einfach rein bis Oberkante. Ja, das ist mal nicht so viel. Das ist zu spät dafür. Am besten wäre ein Gläschen Spülwasser. Da kann man den Finger da rein tunken, dann kann man das schön andrücken überall. Oh. Dass irgendwas hängen bleibt. Und es klebt nicht. Was auch besser geht, ist Spucke. Spucke? Ja, ernsthaft. In die Hand gespuckt. Dann würde ich sagen, wir nehmen die Spariante. Viel zu wenig. Du musst dir richtig in die Hand rotzen. Das ist zu wenig. Du musst dir richtig in die Hand rotzen. Rotz in die bitte Hand einfach, Digga. Ja, so stell dir vor, du fingerst gerade. Ach, ist ja auch egal. Richtig. Mit der Hand. Nein, aber mit der Handfläche oder ganz mit dem Finger. Ja. Die Rotze aufnehmen und dann schön andrücken. Digga, was schau ich mir hier an, Alter? Ja, keiner sieht, ne? Und bleibt was hängen am Finger? Nee, ne? Nee, gar nichts. Aha. Alter, ich hab. Wunderspucke. Man kann einfach da drauf pissen, glaube ich, oder? Ich hab Wunderspucke, Freunde. Ey, soll ich auch mal reinspucken? Ey, was hast du für einen kranken Fetisch, Alter? Das ist die Green Tea, Dankeschön, Bro. Danke. Mit Spucken zum Beispiel. Ja. Gibt's nicht irgendein Sprichwort mit Spucke und Schweiß? Oder? Ja, aber was damit zusammenhängt, das weiß ich nicht. Irgendwann hört man einfach auf, weil man macht dann wirklich besser. Ja, ich merke auch gerade, es wird einfach nur schlechter. Einfach jetzt mal aufhören und das Klebeband abziehen. Ah, ein bisschen Spucke hast du jetzt schon ausgegangen. Ja, aber Mundschutz an. Clean gearbeitet. Jetzt musst du noch das andere ab, ne? Jetzt wird's schwierig. Oh, shit. Okay, ich arbeite nochmal nach. Pass auf, ich mach mal mit, ja. Okay. Das war ja komplett dumm. Warum? Das ist ja. Das war doch klar. Ich hätte einfach gewartet, bis es trocken ist und es dann abgeschnitten. Hä? Das ist ja jetzt fast so wie Spuckbrüderschaft. Ja, genau. So. Da fehlt noch eigentlich. Ganz, ganz komischer Fetisch hier. Das ist bestimmt so Spuckfetisch zu Hause. Ja, bitte, der muss auch noch reinspucken. Oh, ganz kurz hier einmal Präsentation. Ist unglaublich schön geworden. Spuckrand, schöner Spuckrand. Von echten Männern. Bro, ich habe jetzt eine Ablehnung gegen Granit, Alter. Ich habe mir so viel Granit-Content angeguckt. Okay, der letzte Stein wird jetzt offiziell verwendet. Der letzte Stein, das kann nicht sein. Passt doch super. Und gerade? Ja, noch mehr? Ach nee, das war in die falsche Richtung. Der muss eigentlich raus. Geschafft? Ja. Nice. Granitur. Die machen jetzt doch nicht noch hier den ganzen Pool mit irgendwas voll, oder? Hier wird doch jetzt auch nicht noch alles gefliest, Digga. Erzähl's mir bitte nicht. Nennt man das so? Niemals, oder? Auf jeden Fall kommt jetzt die Treppe. Eine Stufe wiegt über 130 Kilogramm. Das heißt, wir müssen die einzelnen Stufen jetzt hier reinbringen. Es regnet gerade. Das heißt, wir machen ganz kurz hier eine kleine, ne? Heroinpause. Und dann kleine Heroinpause, fühle ich's. Dann werden wir die Treppen machen, oder? Und das kommt natürlich alles im nächsten Video, Digga. Ich bin hier raus. Dankeschön, Ju. Danke für nichts.